Das sagen sie aber nicht weiter, gell? Okay, sagen sie es weiter, das glaubt dann eh keiner. Hätte ich mit dem Handy keine Fotos gemacht, meine Frau glaubt mir das nie. Pass auf, euch zeige es, ihr sagt es weiter, spielen wir so eine stille Post, ne? Da habe ich die Putzfrau fotografiert, ne? Der Jura hat es. Ja. Beim iPhone kannst du mit dem Finger kannst du drüber fahren, ne? So, schau. Beim iPhone kannst du mit dem Finger so rein, schau, kannst du so. Machen Sie da. Was? Was machen Sie da? Sie können doch da nicht so. Ja, wie Metall. Haben Sie schon irgendwo keine Wischung? Sie können noch gar nichts. Ich habe weder mit der Vorstellung begonnen, noch was eingeräumt. Ich wäre noch wahnsinnig. So. Ist eine Stehzeit, gell? Ich weiß es, ja. Ich zahle es. Nur damit keiner mich ja, gehen Sie rüber ins Café Engländer. Was machen? Trinken Sie was. Geht auf mich. Ja, ich kann nichts trinken, ich muss nicht noch fahren. Essen Sie was. Abendessen. Ein Schnitzel. Dinner-Canceling, ne? Dinner-Canceling, ja. Was? Malecheck. Was? Ach so, ja, passt schon. Ja, dann spülen Sie noch mit den Zechen. Ich weiß auch nicht, so. Was soll ich spülen jetzt? Ja, was, Hanna, was? Ich kann das nicht rechnen. Ja, ich auch nicht. Sie kann es nicht rechnen. So eine Scheiße. Na, schön. Also, nein, da muss ich die Kleine verteidigen. Ja, wissen Sie, was sie verstanden hat? Ja, Scheiße hat sie gesagt. Naja, sie kann nichts dafür. Sie ist ja ganz die Mama. Also. Das hat sie von der Mutter. So, meine Damen und Herren. Ja, war das eine? Danke. Jo. Ich hasse, ja. War das eine. Kann ich, so, kann ich Ihnen ein bisschen so zuschauen bei Ihrem Spiel? Ja, gerne. Schauen Sie mal zu. Wohin? So, da müssen Sie herschauen. Nein, wo sitzen wir nicht? Was? In die Technik. Setzen Sie sich in die Technik. So, was? Meine Damen und Herren. Zum Techniker, der hintere Gängen. Ja, was, Herr Fuhn ist nichts frei, oder was? Nein, Herr Wimmetal, Herr Fuhn ist jetzt nichts frei. Vielleicht will schon wer gehen. So. Herr Spedition Wimmetal. Spedition Wimmetal, 10.30. Schauen Sie hinter. Gehen Sie hinter. So, meine Damen und Herren. Ich gehe ja gar nicht ins Kabarett. Sehr schön. Was? Ich gehe nicht ins Kabarett. Aha, okay. Ja, schade, dass ich heute... Was? ...keine Karten gekriegt haben, weil war das schön gewesen, ne? Wieso? Ja, wieso gehen Sie nicht ins Kabarett? Weil ausverkauft ist, es tut mir leid. Was oh, nein, nicht wegen... Dann ist es zu seicht, ne? Keine Kultur, ein bisschen Pochen ist es oft. Aber heute ist mir wurscht, weil heute soll es eh sein, ne? Zur Arbeitszeit. Wie hast du wieder eins gehört, herin, der das Zeug kriegt, dass ich mir den anschaue? Schmerzensgeld. Ja. Schmeone, so, weißt du, Kultur. In Summe haben wir uns auch schon ich und die Gattin mal Karten gewonnen am Feuerwehrball, ne? Haben wir uns auch schon den Fendrich, wo er generiert hat, ne? der Fendrich, was er in dem Frack? Reinhard Fendrich, ein vom Ostreiter. Was er. der hat generiert, ne? In dem Frack, sehr schöne Figur alles, muss man sagen. Ganze Sätze? Können Sie ganze Sätze sagen, geht das? Sind Sie intellektuell dazu imstande, ganze Sätze zu bilden? In dem Hotel hat er generiert. Der Reinhard Fendrich hat dich in einem Hotel generiert mit einem Pferd. Der hat in einer Operette mitgespielt. Ja, der in dem Pferd mit dem See. Im Weißen Rössl. Ja, genau. Im Weißen Rössl am Wolfgangsee. Was? Nein, am Neusiedler See war das. Am Wolfgangsee. Wo? Nein, am Neusiedlersee. Ja. Es wurde gespielt am Neusiedlersee. Aber es spielt am Wolfgangsee. Verstehen Sie? Am Neusiedlersee bin ich runtergefahren nach Mörbisch. Ja, natürlich sind Sie nach Mörbisch runtergefahren. Jetzt der weil in Mörbisch haben Sie gespielt, das Weiße Rössl. Am Neusiedlersee. Ja, am Neusiedlersee ist ja wurscht. Der alte Trottel, der hat den Kaiser hat er gespielt, ne? Der Seraphim. Finn. Hat den Kaiser. Was? Finn, Heavy Metal. Finn. Huckleberry. Wieso Huckleberry? Finn. Also Huckleberry. Nein, nicht Huckleberry. Da, Fein! Ja, nein, nicht Fein! Jetzt hab ich's selber gesagt! Nein, der Kaiser hat er gespielt! Ja, sie heißt Serafin! Fein! Nein, Finn! Serafin! Fein, das ist ja Franzose jetzt! Na, wieso? Nur weil er mit zum Speim redet, ist er kein Franzose! Nein, ist er kein Franzose! Ist ja egal jetzt, ist ja egal! So, meine Damen und Herren, wie hat's Ihnen gefallen? Was denn? Was heißt was denn? Das Weiße Rössl am Neusiedlersee mit Huckleberry Serafin! Wie hat's Ihnen gefallen? Jo! Wieso gehst du durch die Blume
War mehr Schaß. Ja. Aber da kann ich mir hier auch anschauen. Ja. Ich bin nicht verwendet, ne? Abgehärtet. Übertallen, danke. Es ist, das Fernsehen so lang, ist da. So langsam müssen wir nicht singen. Ja, ja, wir müssen weiter nach. Jetzt, so. Apropos, wo ist er? Wo, kommt er noch? Kommt er heute gar nicht, oder? Frei? Hat er sich verfahren? Nein, ist er krank? Was hat er? Von wem reden Sie denn? Alter, von Viktor Gernot. Der ist lustig. Ja, der Objektiv Viktor Gerland ist mein Garten sagt ja, es, ne? Weil sie, wenn er da alles sitzt, ja, im Fernsehen, ja, aufquadelt wie die Herrgott sagt, ja, wie die Orgel pfeifen. Herrgott, wie heißt denn was gibt es Neues, Herr Wimmetal? Was gibt es Neues? Nix. Was geht Sie denn so? Die Sendung, von der Sie reden, heißt, was gibt es Neues, Herr Wimmetal? Die Sendung heißt... Ja, genau. Ja, mit der Orgel. Und da sitzen wir mit der Orgel. Herr, Alter, ja, in diesem okay, was gibt es Neues? Was ist mein Gattin sagt es, ne? Da ist dann wieder gern mit Abstand der Beste. Super, Grüße an Ihre Gattin. Das finde ich auch. Nein, es ist ja kein Problem. Ich habe kein Problem damit. Und fesch ist er. Ja, fesch ist er. Fesch ist er. Ja, fesch ist er. Er ist so fesch. Muss man neidlos eingestehen. Das ist eine andere Liga, ne? Da spielen wir zwar Regionalliga, spielt der Champions League. obwohl wir zwar einen Ball mit haben. Ja, na, aber interessenhalber jetzt. Ja, wie Metall, wir jetzt diskutieren reicht. Ja immer. Metall, ne? Sagen Sie, der Viktor Gernot, ist der älter oder jünger wie Sie? Älter. Es glaubt niemand, aber Viktor Gernot ist 3 Jahre älter als ich. Wo ist der schon 60? Schauen Sie, ich schaue älter aus, aber ich bin 40, ja? Ich bin 40! 40! Jahrgang! Aber das ist so eine Pointe, oder? Nein, keine Pointe. Ich bin 40 Jahre alt. Was ist ich schaue älter aus, ich schaue älter aus, ich bin 40 Jahre alt. Da haben Sie aber Ihr Leben gelebt. Ja, Sie und Sie gehen jetzt hinter. Ist nichts auslassen. Nein, nichts auslassen, gehen jetzt hinter. Mord habe ich bis jetzt ausgelassen, aber wenn Sie jetzt nicht bald nach hinten gehen. Mord. Was ist? Schmeu ohne jetzt. Da wird er gehen. Kommt er heute noch oder kommt er nicht? Oder kommt heute nicht. Kommt heute nicht. Nein. Wieso kommt er nicht? Weil das ein Solo-Programm ist. Ich spiele allein. Na, das ist mutig. So. Papa, also. Was ist jetzt? Hanna, mein Schatz, ich kann nicht Mathematik mit dir machen. Ich kann nicht rechnen, wenn hier 300 Leute und das Fernsehen... Ja, Telefon für Sie. Ich schick dir wen, Hanna, ich schick dir wen. Herr Wimmetal. Herr Wimmetal. Hallo. Ja, komm uns bitte. Nein, ich bin eh schon ruhig. Genau. Ich tu doch gerade, check mal da gerade. Komm uns bitte her. Komm uns her. Ein bisschen. Komm uns her. Na, Alter. Ich brauch was. Herr Wimmetal, ich brauch was. Was ist so, denn? Tun Sie mir einen großen Gefallen. Was meine ist Tochter denn? Macht, ja, meine Tochter macht Mathematikhausübung. Ich kann sie nicht allein. Gehen Sie bitte hinter und machen Sie es mit ihr. Bitte. Was? Ich schon mit Ihrer Kleinen recht. Ich bitte Sie höflich. Ich will mir einen Stiegel anschauen. Ja, das ist eh nur ein Bochen. Da kommt jetzt eh nur... Das wirklich, das, was jetzt kommt, ist ganz unter Ihrem Niveau. Das ist wirklich ein Schatz. So. Ja, gut. Hey, da, das verrechnen wir mal. Bitte? Das verrechnen wir. Ja, komm, das machen wir schwarz. Komm. So. Was macht sie gerade? Plus, minus? Nein, rechnen tut sie. Ja, das ist beides. Ach so, ja, nein, ich meine. Ein Differential. Kompliziert. Nein, nicht Differential. Ein Sperrdifferential. Bitte? Schlussrechner. Nein, sie hat noch sehr viel. Sie ist noch nicht am Schluss. Sie muss noch. Nein. Sie hat da so diese Dinger stehen. Da stehen so Sachen. Was? Ja, da, und da sind so Punktal mit so Punktal. Was? Wie heißt denn das mit dem Punktal? Marienkäfer. Ja. Nein, ich. Was mit dem Punktal hier? Ja, wie Metall. Wieso denn Marienkäfer ist ja kein Rechensort. Jetzt, Papa, dein Handy! Ja, ich kann Ihr jetzt Handy nicht! Ich kann nicht, Hanna, bitte! Es ist die Oma, sie kommt eine Stunde später! Meine Mutter kommt eine Stunde später! Ja, was ist? Muss ich mit dir auch rechnen? Nein! Geh her, wie Metall, die Leute warten, ich muss ja, aufhören. Ja, das ist immer, wohin muss da ich? Da gehen sie auf und da gehen sie um. So. Was, über die Bühne? Ja, über die Bühne. So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen. Ich habe Ihnen.
ein Buch rausgesucht. So. Ich habe Ihnen, meine Damen und Herren, hallo, wir schauen jetzt daher, ja, wir schauen. So, ich habe Ihnen, hallo, da ist die Show, da ist okay. Was ist denn? Kann wer Büdel machen? So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ein Buch rausgesucht.